Hallo, heute mache ich endlich das Frage- und Antworten-Video, denn ihr habt mir eigentlich schon vor einer ganzen Weile Fragen unter einem Video gestellt, die ich irgendwann mal in so einem FAQ beantworten soll. Und jetzt habe ich vor kurzem auch nochmal zu weiteren Fragen aufgerufen auf Instagram. Und heute beantworte ich schon mal den ersten Teil der Fragen, da es nämlich schon eine Menge an Fragen waren, werde ich das in verschiedenen Videos aufteilen und das dann versuchen, auch so thematisch so ein bisschen einzugrenzen. Und heute fange ich an mit so ein paar Basic-Fragen, Fragen zum Studium, Beruf und zum Thema Bloggen. Und die erste Frage lautet: Wie ist dein Vorname? Ihr kennt mich ja eigentlich nur unter dem Namen Nisi, das ist mein Spitzname. Und mein eigentlicher Name ist Denise. Also eigentlich ein ziemlich geläufiger Name, würde ich sagen. Es können sich ja alle Zuschauer melden, die auch Denise heißen und einen Kommentar in der Kommentarbox hinterlassen. Würde mich irgendwie mal interessieren, wie viele noch so heißen wie ich. Die nächste Frage ist: Wo bist du geboren? Ich bin in Berlin geboren, in Berlin-Wedding und bin auch hier in Berlin aufgewachsen. Und dann haben einige gefragt, wie ich meinen Freund kennengelernt habe. Und ich habe meinen Freund an dem allerersten Tag an der Uni kennengelernt. Also wir haben das gleiche studiert. Und an dem ersten Tag, also den Einführungstag, wurde man dann von der Fakultät in die jeweiligen Studiengänge eingeordnet und dann nochmal in Hörsäle und dann nochmal in kleineren Gruppen, wo man sich dann so in einen Kreis gesetzt hat und dann musste man sich vorstellen und auch sagen, wo in welchem Bezirk man wohnt. Und dann sollte man sich nochmal in kleineren Gruppen zusammensetzen, um schon mal erste Kontaktdaten auszutauschen und möglichst mit Leuten, die halt in der Nähe wohnen. Und ich habe dann ihn als allererstes angesprochen, weil er zum einen halt in meiner Nähe gewohnt hat und er hatte auf jeden Fall einen netten Eindruck gemacht. Und ja, dann haben wir am Anfang des Studiums, also es war 2009, hatten wir so eine Hausaufgabengruppe sozusagen und sind halt immer zusammen abgehangen in der Uni mit anderen Leuten. Und ja, dann hat sich das so irgendwann ergeben. Und damit kommen wir eigentlich schon zu der nächsten Frage und die lautet: Was studierst du? Und ich studiere Informatik an der TU Berlin. Bist du glücklich mit deiner Studienwahl und in welchem Berufsfeld wirst du dich in Zukunft wiederfinden? Ich würde schon sagen, dass ich glücklich mit meiner Studienwahl bin, weil es war auf jeden Fall ein interessantes Studium. Es hat mir auch Spaß gemacht, auch wenn es ein paar verzweifelte Momente gab und die Hausaufgaben ziemlich genervt haben und auch ich überhaupt gar kein Prüfungsmensch bin. Also in der Klausur, da ich kann vorher so gut gelernt haben oder so gut drauf haben wie sonst was und trotzdem verkacke ich in der Klausur. Aber ja, so von dem Studiengang an sich bin ich doch sehr zufrieden, weil ich kann mir auch nicht vorstellen, was anderes studiert zu haben. Das war schon das, was mich eigentlich am meisten interessiert hat. Es könnte höchstens ein bisschen anders aussehen, wenn ich einen Einser-Abi-Schnitt gehabt hätte und dann mehr Möglichkeiten hatte, irgendwelche andere Sachen zu studieren. Das ist ja mal so ein bisschen schwierig mit dem NC. Aber sonst bin ich doch ganz glücklich. Und auf die Frage, in welchem Berufsfeld ich mich in Zukunft wiederfinden werde, das habe ich noch nicht so festgelegt irgendwie. Ich gehe da eher mit dem Flow sozusagen. Und ja, ich halte es auf jeden Fall offen, mich auch im Informatikbereich wiederzufinden, aber dann auf jeden Fall in einem eher kreativen Kontext. Und ja, werde ich mal sehen. Also ich kann es mir auf jeden Fall vorstellen, aber ich habe da jetzt noch keine expliziten Pläne oder so. Kommen wir nun zu der Frage, die irgendwie am allermeisten gestellt wurde. Und zwar: Was machst du beruflich und wie kannst du dir all deine Kleidung und Co. leisten? Und ich habe ja schon in einem Video erzählt, dass ich nicht mehr Vollzeitstudentin bin sozusagen und nur noch so meine letzten Prüfungen erledige. Also jetzt fehlt echt nur noch die Bachelorarbeit. Und so, ansonsten bin ich hauptberuflich Bloggerin. Und wer sich jetzt überhaupt nicht vorstellen kann, was Blogger sein für ein Beruf ist oder wie man damit überhaupt Geld verdienen kann. Ich werde euch einen sehr, sehr guten Artikel von Jonels in der Infobox verlinken. Sie hat das sehr, sehr gut dargelegt und schön aufgelistet und ich teile auch ihre Meinung zu allen den Dingen und ihre Einstellung. Außer vielleicht, dass bei uns die Outfit-Shoots nicht nur 15 Minuten dauern, die sind schon ein bisschen aufwendiger. Aber ja, da habt ihr es eigentlich schon gut erklärt bekommen. Guckt da auf jeden Fall mal in den Artikel rein, falls euch das mehr interessiert. Und das beantwortet eigentlich auch schon den zweiten Teil der Frage, wie ich mir all diese Dinge leisten kann. Durch das ganze Arbeiten verdiene ich Geld und ein großer Teil des Geldes, was mir am Ende frei zur Verfügung steht, gebe ich eben für Klamotten und Fotoequipment und so weiter aus, weil das eben zu einem großen Teil zu einem großen Teil meines Lebens gehört und auch zum Beruf gehört. Und ja, andere Leute, die arbeiten, geben dann ihr Geld für andere Dinge aus. Kommen wir mal zur nächsten Frage und die lautet: Was ist das Schönste am Videodrehen? Und ich finde, das ist eine recht interessante Frage. Also ich glaube, das Schönste am Videodrehen ist, dass man einfach nochmal eine Möglichkeit hat, irgendwie ja anderen Content zu schaffen. Also ich mache ja schon immer gerne Fotos und so weiter, daher rührt auch irgendwie ein bisschen die Leidenschaft zum Bloggen her. Aber Videos machen, ja, gibt einem einfach nochmal andere Möglichkeiten. Einfach Bewegtbild. Ihr kennt ja meine Outfit-Videos, die ich gerne mit Dizzy zusammen mache.
Und da sind wir beide Personen, die sich da immer sehr viel Mühe geben und da sehr, sehr optisch irgendwie veranlagt sind und da irgendwie sich gerne ja, so austoben. Und ansonsten ist noch ein Aspekt irgendwie am Videodrehen, dieses Sprechen vor der Kamera und allgemein irgendwie lange Reden halten sozusagen, weil damit hatte ich immer meine Probleme, also auch in der Schule. Also ich habe zwar Präsentationen gehalten und so weiter und die auch ganz gut gemacht, aber ich war immer innerlich so total angespannt irgendwie und dieses ganze regelmäßig Video machen hat mir auf jeden Fall so ein bisschen von dieser Angespanntheit genommen und ihr merkt ja auch selber, dass ich jetzt langsam so ein bisschen besser vor der Kamera rede und das finde ich schön, dass das mich auf der Art irgendwie weitergebracht hat, weil ich das jetzt auch merke, das hilft mir halt auch im privaten Leben oder halt auch im Studium hat es mir dann geholfen, dass ich einfach lockerer war und einfach besser reden konnte, weil ja, also so reden ist halt irgendwie nicht meine Stärke, weil ich haspel mich immer und ich rede, bevor ich irgendwie richtig zu Ende denke und dieses ja regelmäßig vor der Kamera sitzen und über ein Thema quatschen hilft da irgendwie doch echt ganz schön weiter. Und dann hat jemand gefragt, was macht dir mehr Spaß, Bloggen oder YouTuben? Und das ist wiederum eine schwierige Frage, finde ich. Und eigentlich würde ich ja sagen, dass die Videos zum Blog gehören und unser Blog sozusagen das große Ganze ist. Aber wenn ich mich streng entscheiden müsste, also einerseits ist der Austausch zwischen Blogger und Zuschauer auf YouTube viel, viel intensiver als der Austausch auf Blogs. Aber trotzdem kann ich jetzt nicht sagen, dass mir YouTube unbedingt mehr Spaß macht als Bloggen. Also es macht mir beides viel Spaß und ich könnte mich da, glaube ich, gar nicht entscheiden. Also würde ich es jetzt mal so bei einem Gleichstand belassen. Schauen sich deine Nicht-YouTube-Freunde deine Videos an? Also genau die Frage würde ich mit Ja beantworten, wobei ich dazu sagen muss, dass meine momentan engsten Freunde Blogger sind und daher auch aus diesem Bereich kommen, aber die schauen sich auf jeden Fall auch meine Videos an. Aber so Bekannte oder Freunde von Freunden, da weiß ich von ein paar, dass die sich meine Videos anschauen, so zumindest so ab und zu und ja. Dann habe ich noch eine letzte Frage, die ich heute beantworte und zwar, wurdest du von deinen Zuschauern angesprochen und wie findest du das? Und ja, ich wurde schon öfter von Zuschauern angesprochen und eigentlich auch viel, viel häufiger, seitdem ich YouTube-Videos mache. Und wie ich das finde, also ich finde es total cool und ich freue mich immer total, wenn mich jemand anspricht. Ich bin dann aber immer auch so ein bisschen verlegen und so und weiß dann halt immer nicht so wirklich, was ich reden soll und ich bin halt unglaublich scheiße in Smalltalk. Also das sollte euch auf jeden Fall nicht beirren. Nehmt es nicht persönlich, ich weiß halt immer nicht, was man so bequatscht. Ne? Ich kann halt kein Smalltalk. Aber ja, sonst freue ich mich immer sehr gerne. Es ist halt immer schön, dann wirklich hautnah sozusagen die Person zu sehen, die regelmäßig die Blogpost liest oder die Videos anguckt. Und wenn ihr dann sagt, dass euch das voll gefällt und so weiter und Spaß macht, das freut einen auf jeden Fall unglaublich. Ja, also seid da nicht zögerlich, falls ihr mich mal irgendwann sehen solltet, auch wenn ich manchmal echt so, ich habe halt so ein Resting Bitch Face, ich renne da echt mit so einer Fresse durch die Gegend und bin halt auch immer sehr schnell unterwegs. Vielleicht hat das schon mal manche Leute abgeschreckt, aber ja, also ich freue mich auf jeden Fall immer. Und das war's dann mit dem ersten Teil meiner FAQ-Reihe. Ich werde in Zukunft auf jeden Fall versuchen, noch viele andere Fragen zu beantworten. Also da kamen viele zum Thema Berlin, zum Thema Reisen und natürlich auch Beauty und Fashion. Das werde ich dann in Zukunft einfach ab und zu so reinmischen. Und dann hoffe ich, es war interessant für euch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich hoffe, die Vögel haben nicht zu sehr genervt. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss!